alles abgesagt, denn hier, Wim, Corinna, Carrera, Corona, Corona, wir Corona, alles abgesagt. Hier, mit Montay, wie ging es dann nochmal? Oh, war doch jeden Tag im Radio, da, SR3, gib mir die Spritz, nee, alles abgesagt, nee, das ist jetzt alles online. Die Gitarren und hol de Schuh, schaff dich fort, dann hasche de Ruh. 1000 Kabel, die Boxe und Licht sind de Heimat, egal wo du bist. De Piano, de Blaumapp und die Klarinett, ach die Altflöte, die rechts ohne Stitt. E Schnitzel mit Pommes und ne Cola de Bay, dat is it, dat will ich, doch vor bin ich hey. Ganz gleich, was sonst auf der Welt grad passiert, mit jedem Akkord wär dat einfach kaschiert. Die Lage ist scheiße und es läuft wirklich nicht. Dann komm bei uns, mir holle dich mit auf eine Fahrt in der Gegend, wo dat alles nix gilt. Nur 2 Stunden hab ich wirklich gechillt. Doch ich völlig relaxed, dir ist alles egal. Der Gehirn hat gegrinst und die Schmerzen sind all. Mensch, der dich aufregt, kein uralter Witz, kein schlecht Fernsehprogramm, kein Versicherungsfritz, kein Handwerker, der wie immer zu spät, kein leere Versprechen, kein Geistesdiät. Und uns geht's genauso, mir genau hus Wort, nur so kommen wir erstens auch mal fort. Dat han all die lange Jahre bewies, und dann sind wir zweitens geheim aus der Fies. So, genommen. Und? Alles klar, Hugo auch hin. Ich habe alles schon vorbereitet. Alles steht. Guck mal, hey. Alles Gericht. Ja, ich bin gut durchgekommen. War eigentlich gar nicht schlecht. Warte, lass dich schon. Das ist auch abends wie meins. Warte, ich lass mich gerade so bei. Pass auf, das sind. Ach du Jesus. Also, warte, ich muss halt aufpassen. Ich muss recht durch. Ach so, ja, alles klar. Oder? So. Ich tue kurz die imaginäre Zuschauer begrüße, ja. Die jetzt so vor ihre Fernsehgeräte hocken daheim, vor ihre Smart-TVs und YouTube anhören. Guten Abend, ihr Leute, die letzte Schicht 2021. Juhu, also wir sind alle froh, dass ihr nicht kommen dürft. Da haben wir nämlich auch unsere Ruhe, hey. Und können in Ruhe schaffen. Nee, in Wirklichkeit sind wir... sehr traurig, das muss man sagen, wir sind sehr traurig, dass wir hier ganz allein hocken, ein total... Und schon zum zweiten Mal. Eine total, wie sieht man, befremdliche
Situation, allein in ihrem Zimmer zu hocken und spassig sein zu müssen, ich glaube, es wird auch nicht spassig heute Abend. Ne? Nee, so zwischendurch sowieso nicht. Wir haben extra unser Programm mit traurigen kirgisischen Liebeslieder ausgepackt, die in einem seltenen südafrikanischen Dialekt von einem französischen Autor geschrieben sind. Im Griech, ne? Ja. So, aber jetzt am Anfang, nee, genau. Alles Quatsch, wir sind gut drauf, wir sind guter Dinge. Jawohl. Und hoffe, dass da doch die letzte Schicht ist, die mir allein feiern müssen, ohne auch macht es wirklich nur halb so viel Spaß. Und hoffe all, dass wir das nächste Jahr da nochmal mit voller Mannschaft irgendwo in einem Saal in Merbingen treffen. Aber voriges Jahr haben wir das ja auch schon gemacht, in Merbingen im Rathaus, könnt ihr euch noch erinnern? Ich meine, ihr seid schon ein bisschen älter, bei euch ist schon mit Erinnerung nicht mehr ganz so weit, ne? Ja, ja. Also ja, die Frisur haben schon seit voriges Jahr auch merklich. Es gibt ja WhatsApp, ne? Wo man reinschauen kann. Ah ja, in der Gruppe wie Geschichtsbuch ist genau, doch halt. Ja. Aber Frisuren sind ja auch, sind noch grauer wie voriges Jahr, habe ich gemerkt, ne? Ja. Und voriges Jahr ist bei der letzten Schicht etwas passiert, was ihr alle nicht gesehen habt, auf dem Film sieht man das nicht. Da ist unser Freund und Kameramann Alexander M. Groß, so heißt er, kommt in den Rathaus-Sitzungssaal und hat, wo ist der rechte oder der linke? Das war ein Finger. Ein Finger, der linke. Der linke Zeigefinger in die Hege und hat gesagt, ich habe mir wehgetan. Die Folge war gewesen, der Mann hat 3 Stunden lang, nachdem er vom Rote Kreuz Altschule, vom Daniela behandelt worden ist, mit blutendem Finger, der wehgetan haben muss wie Sau. Ich glaube, der hat an demselben Abend noch 5000 Milligramm Ibuprofen geholt und mit einem Eisbeutel drum, der Finger so in die Hege halt, der linke war es, und hat uns gefilmt. Das war eine heldenhafte Tat. Und dieser heldenhaften Tat, die übrigens in derselben Nacht noch im Krankenhaus gelandet ist, und der Fingernagel ist verlustig gegangen und infolgedessen monatelange kranke Gymnastik und was weiß ich was alles. Dieser heldenhaften Tat wollen wir heute Rechnung tragen. Lieber Alexander, wir bitten dich, einmal ins Bild zu treten. Ich weiß, das ist für Kameramann ungewohnt, aber du kommst jetzt mal hier vorher bei uns, weil jetzt passiert etwas. Wir ernennen dich nämlich heute, Alexander, zum Ehrenmitglied der letzten Schicht. Und Uli, verliest bitte den Urkundentext. Die Urkunde, die besagt, der Langhals und Dickhop Beratungsausschuss verleiht in Anerkennung seiner Tapferkeit, seines cinematografischen Einsatzes trotz Organverlusts und seiner unter sichtbaren körperlichen Schmerzen erwiesenen Unterstützung Herrn Alexander M. Groß die Ehrenmitgliedschaft der letzten Schicht. Der Ausschuss Uli Schuh, Jürgen Brill, Stefan Schale, Marpingen im Dezember 2021. Wie schön, wie schön. So, überreich mal das Ganze. Super, super. Danke, sehr gut. Bitteschön. So, ich muss winken, ich kann nicht aufstehen. Du bist übrigens der erste und einzige Ehrenmitglied der letzten Schicht. Der Fingernagel bleibt hier als Beweis. Ah, hast du den dabei? Komm, zeig den Arm. Zeig den her. Ist jetzt draußen. Ja, das macht nichts. Wir haben Zeit. Wir haben ja Zeit. Der muss kühl lassen. Der hat ja den im Kühlschrank. Wie ist der denn ja lagern? Bei minus 110 Grad. 110 Grad. Der lädt normal. Der Fingernagel wird bei minus 170 Grad. Ja, als Lebensmittel. Stell mal da vorne hin. Wir hätten den Maurer keine Frau, der hätte es keine mitholen auf die ISS. So ist er. Oh, guck mal drauf. Sensationell. Der wird am Sonntag im Rahmen einer kleinen Andacht in Herdelweiß gesammelt. Beigesetzt. Beigesetzt. Devotionalienhandel. Oh, leck. Oh, der ist normal, ich glaube, der ist auch in demselben Museum wie der Ötzi lädt. Ja, so ungefähr. Wir haben auch den ganzen Raum Haut in Schaumstoff gehüllt, damit dem Alex nichts passiert. Ja. Aber wir haben ja Pro. Eigentlich haben wir ja Pro. Da war das schon mal ein schöner Anfang, fand ich. Das war schon mal ein super Start. Ja, schneide ich alles raus. Ja, wir haben Zeit. Ey, Saarländer. Jo, ne? Nur weil wir Probe haben. Wir machen ja auch, wir heute Abend mal so ein paar alte Sachen. Ne? Genau. Der Stefan hat das Programm gemacht. Ja. Stefan hat das Zerfer-Programm gemacht. Zerfer-Programm. Ja. Mit Lieder, die so alt sind. Also da hat bei Hedemstieg, ich würde sagen, hat Beethoven knapp noch gelebt. Jo, ne? So wie mir das geschrieben hat. Alles bereit, gut. So. Okay. Also, wir haben uns gedacht, ich, oder
Ne? Ich schwätze ja miteinander sozusagen. Kann man so sagen. Ich würde sagen, ich spiele als erstes einfach mal ein ganz wichtiges Lied. So sollte eigentlich meiner Meinung nach jede Sendung im saarländischen Fernsehen müsste mit dem Lied anfangen. Ja, so nämlich die saarländische, inoffiziell offizielle saarländische Nationalhymne, die mir damals geschrieben haben. Das war ein super Hit. Ich glaube, es hat 11 Klicks auf YouTube gekriegt. Richtig. Ja. Und heißt, wir sind Saarländer. Ne? Was wir ja auch sind. Also ist ja die Wahrheit. Ja. Sozusagen. Ne? Wie fängt man an? Soll ich einfach mal bis 4 zählen? Muss der klatschen immer? Nee, ich muss jetzt nicht. Jetzt nicht. Das ist vorbei. So, ich habe schon angefangen. Ne? Ja, ja, natürlich. Ihr wisst ja, falsche Themen sind kein Problem. Und falsche Sets, genau geschwätzt. Genau. Ich war noch nie in Boston und nicht in Hawaii. Von mir ist hey in Mabinge die allerschönste Partei. Ich war noch nie in Mexiko und nicht in Madrid. Weil man dort ganz sicher kein gefüllter Grit. Von Hongkong oder London hat ich gar keine Zeit. Hickstens mal die Saarschleife, die ist nicht so weit. Ich kann nicht nur New York bei den Johnny und den Dave. Weil bei mir im Garde sind die Krummbiere bei Reif. Wir sind Saarländer, wo was läuft in mir dabei. News im Radio läuft den ganzen Tag nur SR3. Wir sind Saarländer, fortzufahren fällt uns schwer. Wir essen schon am frühen Morgen Elioner Schmier. In Mainz trinkt man den Äppelwoi, in Belgien gibt's Pommes frites. In März ich auf dem Fietsfest, hab echt was Besseres gekriegt. Was brauchen wir die Tower Bridge, was brauchen wir die Queen? Wir kennen doch in Hühnerfeld die Grimmel, wie dich sehen. Ah, Tacki, ihr Schätzchen! Andere Zähne, andere Wälder, im Tole jetzt entdeckt. Die Römer und die Kälte haben sich selber als hey versteckt. In Nonvela ein Riesending von Hand gebaut aus Stehm. Wie kommen die auf Hundenring, dann wurde Franz allein. Wir sind Saarländer, wo war gleich zu mir dabei. In unserem Radio live den ganzen Tag nur SR3. Wir sind Saarländer, fortzufahren fällt uns schwer. Wir essen schon am frühen Morgen Elioner Schmier. Wir schwätzen platt Französisch, Status keiner Begepunkt. Von Januar bis Dezember geht bei uns die Grillsaison. Hey, wird nicht viel Geschiss gemacht, wir schwätzen nicht viel rum. Guten Tag, guten Abend, wie geht's dir heim? Wir sind einfach und in Selbach ist die nahe Quelle ganz nicht am Ostalsee. Man hat ein Glas Aussicht im Virus auf der Hee. Schmenker ohne Rohsport sind eine Delikatesse. Auf alles machen wir Marki drauf, Hauptsache gut geht's. Wir sind Saarländer, wo war gleich zu mir dabei. In unserem Radio läuft den ganzen Tag nur SR3. Wir sind Saarländer, fortzufahren fällt uns schwer. Wir essen schon am frühen Morgen Elioner Meer. Und jetzt alle! Wir sind Saarländer, wo war gleich zu mir dabei. In unserem Radio läuft den ganzen Tag nur SR3. Wir sind Saarländer, fortzufahren fällt uns schwer. Wir essen schon am frühen Morgen Elioner Schmier. Sanua. Da hinten hängt ein Schild. Gut.
du, hat doch geklappt. War doch ganz schön. Ich hatte 1, 2, 4. Ja, ich hatte am Anfang wieder Akkorde gespielt. Ich habe nicht gespielt, nur gesungen, weil ich beides zusammen ist kann ich nicht. Ich habe Akkorde gespielt, die gibt es, glaube ich, gar nicht. Ja, ich habe eine Frau gesungen, die hat schon 15 Jahre nicht mehr gebraucht. So, leck. Aber trotzdem würde ich sagen, der Song. Die Nummer steht. Die Nummer steht. Die Nummer steht, auf jeden Fall. Ich muss gerade aus dem Spanien Trompete dabei, jetzt geht. So, mach langsam. Ihr macht das schon intensiv richtig, das ist die wichtigste Karte. Ja. Ja. Genau. Wenn man guckt. Ne? Die andere zwei schreibt ja nur WhatsApp die ganze Zeit. Wollte mir Sandra, ich mache jetzt. Sandra, könnte man machen. Steht nur Sandra. Aber gar kein Text. Gar nichts, kein Text, keine Note, nichts. Ja, weißt du was, dann singst du heute noch. Das tut mir auch gut. Ich muss immer den Stefan. Wir müssen noch irgendwann machen wir noch ein Lied, wo der Stefan singt. Octopus is Garden. Oder wo man die Instrumente tauschen. Tausche, das ist alle Instrumente. Ja. Tolle mir früher bei Harakatz haben wir dann im Titel gemacht. Played Late Blues, haben wir die Instrumente immer wieder gehen. Ja, das ist schön. Und ich spiele Saxophon. Ja. Hat der Benno gesungen? Der Benno hat gesungen. Der Gerhard hat E-Gitarre gespielt. Das war cool. Warte, ich muss ein bisschen warm machen. Das ist ein bisschen eklig, ne? Mangiamo. Man könnte aber trotzdem erzählen, dass das Lied eigentlich Gerd heißen müsste. Ne? Eigentlich müsste das Lied Gerd heißen. Weil es ist ja um Gerd gewidmet, das Lied. Das Lied ist um Gerd gewidmet, aber der Gerd spielt ja nicht jetzt die Rolle, dass man sagen wird, weil, sag ich mal so, die Ursache, dass erzähl der Gerd... Erzähl mal, warum wir das Lied überhaupt geschrieben haben. Du hast ja geschrieben, ich habe nur die Musik gemacht. Ja, eigentlich war ja die Geschichte so, dass ich einfach nur, dass jemand wie wir haben im Kaffee gehuckt. Dann hat der besagte Mann gesagt, die Leute sind da total verkritzelt manchmal. Stimmt. Das war die ursprüngliche Geschichte. Richtig. Und dann habe ich gefragt, darf ich das verwenden? Im Gehirn. Weil ich habe mir dann dieses gekritzelte Kind vorgestellt. Ab dann war das Lied selbstständig. Also man kann sagen... Die Ursache war ja nicht spaßig, das war ja einfach nur, wo einer gesagt hat, die sind ja heute nämlich schön gemalt, die sind zum Teil aus. Wie verkritzelt. Verkritzelt. Ja, stimmt, das war es. Und die Englandfahrt, da war doch Arbeit, ne? Ja gut, die Nummer. Das war erfunden. Ah, das die war Geschichte. Nee, die Geschichte. Die Englandfahrt hat tatsächlich stattgefunden, aber ich habe dann als Ansage, als Catch sozusagen, das mit dem Edding dazu erfunden. Ich habe bis heute geklappt. Du hast das geklappt. Das ist doch schön, der Stefan spielt ja schon per Jahr mit und das noch mit. Alles, was mir erzählt. Aber so langsam komme ich da weg. Und ich kann auch erzählen, dass ich die Musik da, dieses Anfangsriff da, gemacht habe, nachdem ich stundenlang, da hatte ich mal so eine Phase gehabt, da hatte ich mir bei JPC ein 6er-Pack JJ Cale CDs gehabt und habe dann ein Lied gehört und bin bald ausgerascht und dachte, wie geil, wie genial. JJ Cale ist für mich der Gott der Coolen. Ne? Das ist der coolste Mensch, der jemals im Leben irgendwo eine Gitarre in die Hand geholt hat. Und ich glaube sogar, der Eric Clapton hat dann irgendwann mal gesagt, er wäre gerne mal so cool wie der JJ Cale. Er könnte gerne so cool Gitarre spielen wie der. Und dieser Anfangsriff ist, ich muss es heute zugeben. Ich weiß nicht, auf welcher, auf der Natural vom JJ Cale ausgeliehen. Ich kenne irgendwann einmal Trick. Ausgeliehen. Wenn der tatsächlich leihe liest. Wenn der selber schuld. Selber schuld. Ist einfach so. Ja. Also machen wir jetzt Sandra. Sandra. Oder Gerd. 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 Und natürlich Sandra. Ist der Tempo gut so? Ich hatte Angst. Gerd, seine Tochter, gibt einfach keine Ruhe. Das schwätzt seit einem Vierteljahr von einem Tattoo. Hat sein Taschengeld gespart und auf viel Verzicht. Jetzt kriegt er auf sein Bogel ein vierzeilig Gedicht. Das hätte am besten erst mal irgendwer gefragt. Das arme Sandra ist an ein Rechtschreib-Null gerot. Da haben wir in der Kisch
kurz vorher noch gewitzelt. Kinder mehrere heim und war total vergrützelt. Total vergrützelt. Total vergrützelt. Total vergrützelt. Total vergrützelt. Es gibt so viele Optionen für Bildschirm auf der Haut. Der Sandra hat sich lieber den Buckel zugesaut. Messi und ein Adlerkopf war ihm nicht gut genug. Dann Mare wollte ja unbedingt ein schosseliger Spruch. Wir haben der Sandra fassungslos von rechts nach links gedreht. Im Gärtner sind so schlecht, denn der hat sich hingelehnt. Das Kind hat's nicht gewuscht und kommt ja nix davor, dass der Tätowierer Legastheniker war. Total vergrützelt. Total vergrützelt. Total vergrützelt. Total vergrützelt. Wir haben die Cap geschüttelt, so etwas gibt's doch nicht. 48 Fehler im Vierzeile-Gedicht. Wir haben das nochmal hingeschickt, dass der das richtig macht. Wie das Sandra kommt, haben wir uns strack gelacht. Jetzt ist das Tattoo leider nicht so gern wie soll. Sandra hat sein Wille, doch sein Buckel ist voll. Weil das anders nicht mehr ging, ist es so geblieben. Der hat die Fehler durchgestrichen und drunter noch geschrieben. Total vergrützelt. Total vergrützelt. Total vergrützelt. Total vergrützelt. Klappt überraschend. Schau gut, ja. Wenn wir mal live so spielen würden. Ne? Haben wir noch nie. Ne? So gut haben wir eigentlich noch nie gespielt. Noch nie. Also, aber Klick, die hier jetzt zugucken, ihr erlebe Langhals und Dickhop mit Betreuer in Bestform. In Bestform. Ne? In Bestform. Ach Gott, das tolle Lied, wo man. Das finde ich schon sau gut, dass du das ausgesucht hast. Ja, das muss man ja wirklich sagen. Der Stefan hat ja im Grunde das Zerfer-Programm ausgesucht. Ne? Ja. Und das tolle Lied. Hat ich damals meinem Idol gewidmet. Und zwar, warte mal, wann haben wir es geschrieben? 1993, schlägt mich am Backe. Ey, wie alt ist das Lied? Das ist Ella. Das ist ja schon 28 Jahre alt. Ja. Ach du Gott, das ist, schon, das ist deprimierend. So. Ein Lied zu spielen, wo 28 Jahre alt, das ist deprimierend. Ich kriege gerade Altersdepression. Ja. Kurzfristig. Meinem Idol, im John Wayne, hatte ich das damals. Ich bin ja aufgewachsen. Mein Vater hat ja immer gerne Cowboy-Filme geguckt. Ja, und mir musste mitgucken, ne? Ja, gab ja nichts anderes. Sonntags, mittags. War das nicht der Charles Bronson? Nee. Nee. Stefan. John Wayne. John Wayne. War mein Kindheits- und Jugendidol. Die coolste Sau in amerikanischen Filmen. Ja, natürlich. Ja. Und der John Wayne ist eines Stars in Hollywood, nur Dreharbeiten, der ist keines natürlichen Todes gestorben, sondern, ihr wisst all, der John Wayne ist nur Dreharbeiten in Hollywood explodiert. Der ist explodiert, weil der hat in keinem Film, der hat 280 Western und auch so amerikanische Kriegsfilme gemacht, in nicht einem Film siehst du, dass der irgendwann mal einen Bach gemacht hat. Und deswegen vermute ich, dass der geplatzt ist. Nur im 280. Film ist der geplatzt. Das ist keine Vermutung, das ist die Realität. Ja, du warst dort, gell? Im Südwesten von Utah gibt es einen Canyon, der John Wayne Canyon. Nein! Doch. Im Ernst? Da riecht es auch komisch. Hat er bei der Explosion ein Tal gerissen in die Wüste. Albache, wo der nicht gemacht hat. Fließer, so Wasserfall, stimmt. So der ewige. Geiler Wasserfall. Ja, bist du eklig. Da bist du so eklig. Aber passt du zum Licht? Ja, passt. Aber ich finde, in Gegenwart von einem abenden Fingernagel
kann man ruhig über so Sachen schwätzen, ne? Kann man machen. Ja, ich hab mein alter auch dabei. Ja. Das noch so, also machen wir Cowboy, ja? Mach den ruhig, machst du den ruhiger Anfang. Eine meditative Anfang. Eine meditative. Ja, genau. Ja, also, ihr müsst jetzt mal, hey, im Fernsehen, ihr müsst alle ganz ruhig sein. Ganz ruhig. So, komm ein bisschen zu auch. Mein Körper ist schwer. Ich bin ruhig. Ai, 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 Straße, die so oft schon fuhr. Geht den alten Weg, sein Blick ist kalt und stur. Und beißt in diesen Apfel, den so oft schon, bis wirft ihn weg. Ist ganz braun und schmeckt schon wie Geschiss. Im Fernsehen läuft ein Cowboy-Film, den sieht sich nicht an, weil zu viel rumgeballert wird und kein Blut sehen kann. Küsst das alte Mädchen, das so oft geküsst, doch wird sie niemals kriegen, weil sie seine Mutter ist. Cowboys müssen traurig sein und einsam noch dazu. Cowboys weinen niemals und finden keine Ruhe. Cowboys haben keine Freunde, nur er fährt den Mond und Winnetou. Baby, ist einsam und fährt ein Cabrio. Die kleinen Mädchen winken, das macht ihn ein bisschen froh. Doch hält nicht an, weiß ja, das ist nichts für ihn. Liegt sich in sein Zimmer und schaut ein Männermagazin. Beim Lagerfeuer nachts in der Prairie fühlt sich frei. Hat die Mundharmonika und seine Kuscheldeck dabei. Der Cowboy hat die Liebe gern, nimmt sich, was will. Doch traut sich nichts zu sagen, ist verliebt in Bronco Bill. Cowboys müssen traurig sein und einsam noch dazu. Cowboys weinen niemals und finden keine Ruhe. Cowboys haben keine Freunde, nur er fährt den Mond und Winnetou. Der Cowboy hat nur einen Feind, es ist Django, der Cousin von Jim. Letztes Jahr in Laramie, da trafen sie sich in Saloon von Dirty Harry, es kam zu einem Streit. Und morgen früh 7 ist es jetzt soweit. Kauft sich keine Texas-Box, wie ein Revolver hält. Und übt vom Spiegel wochenlang, wie die Knarre hält. Doch beim Duell mit Django, da gibt's ihn ziemlich mies. Zog zwar schneller, aber hatte nur ne Bleibschiss-Schieß. Cowboys haben traurig sein und einsam noch dazu. Cowboys weinen niemals und finden keine Ruhe. Cowboys haben keine Freunde, nur er fährt den Mond und Winnetou. Den Mond und Winnetou. Haha, gut? Gut. Instinktiv, richtig. Wir haben nur live Emo so gut spielen. Once in a year.
Ja, das ist beim Live ist immer so, finde ich. Es gibt so einen Störfaktor beim Live-Spiel, das ist halt Publikum. Ne? Ja, ja. Ich bin auch froh, dass da heute keiner ist. Ne? Die hätte ja, nee, nee, die würde dann noch lachen, da lachen die noch mit im Lid und wenn der bis schwätzt zwischendurch, da giggle die. Ja, und da bist du ganz. Da bist du weg, ne? Da bist du sofort weg. Alles klar, wenn du so traurige Sachen spielst, scheiße. Ja. Wenn du so kirgisisch zeigst, wo man sich auf den Text konzentrieren soll. Ja. Jetzt mit gut alt Gitter, das ist übrigens nicht die Gitter, wo krank war. Nee, das ist eine ganz andere Gitter. Das ist schon. Das ist ja genau, ne? Die Anna, die musste ja, die ist ja tatsächlich, die ist ja jetzt. Ist die kaputt? Ne, die lebt noch, aber. Ist die im Heim? Im Heim für schwer Erziehbare. Ne, die hat es ja versaut mit der ganzen Verwandtschaft. Die Gitter? Ja, die Gitter hat es doch versaut mit der ganzen Verwandtschaft. Was die alles gemacht hat, verstehe ich. Na gut, die Gitter war ja eigentlich. Ja, gut. Ja, aber die, jetzt die konnte ja nichts vor. Die konnte ja nicht, die war ja auch nur Zeuge. Aber selbst die ist jetzt ein Zeugenschutzprogramm. Die ist ein Zeugenschutzprogramm, weil die da in dem Zimmer gelegen hat. Ja. Im selben Zimmer, wie die im Krankenhaus war. Das finde ich nicht richtig. Finde ich nicht richtig. Das Zimmer hat der Klarinett spielen. Das hat das jetzt schon lange nicht mehr gelehrt. Das ist ein bisschen Jatz. Jo, am Anfang gleich von dem Stück, oder? Kann ich mal. Ja, ich muss, das ist das Stück, wo du am Anfang. Ich bin auch, ich bin gerade noch am Transpirieren. Ich muss kurz warten. Der Transpirator. Oh, Alter. Halt, mach schnell. Los zu. So, also ich mache ein bisschen Jazz. Ein bisschen Jazz am Anfang. Ja. Gut, und ihr guckt noch mir. Ihr Finnerin. Ich kenne auch die Ends. Unauffällig. Okay. Ah, jetzt habe ich die Chandy End scannen. Aber ja, ihr müsst ja schon. Soll ich sie deutlich erkennen? Mach sie deutlich. Warte, ich hol mir die Dirigierstecke dahin. Nee, der brauchst du nicht. Ich meine, wäre die End ungewinn, wo du uns scannen hast. Ich kann auch die End ungewinn, natürlich. Seit Woche schon einer Wirbel weh. Jetzt muss die doch in Krankenhaus und hat in Not-OP. Betäubt, geschniet, genäht, dann war sie soweit. Die hat in der Mechanik gekriegt und der Ausgang auf die Seite. Jetzt leid mein Gott Al-Gida auf der Belegstation. In Bett 1 ist ein Posaune, in 2 ein Grand Akkordeon. Den 3 geht's schon schlecht, doch der am Finster schlimmer. Da leid nämlich noch ein schwanger Saxophon im Zimmer. Vom Abendessen haben die 4 grad noch davon geschwätzt. Und wirklich haben dann nachts die Wehe in Gesetz. Um 1 Uhr haben sie fortgefahren, innerhalb von einer Stunde hat das gute junge Saxophon danach schon entbunden. Am nächsten Morgen ist dann free, sei Siebschaft in Gezor. Und glaube mir, um kurz vor 9 war der Balabado, wie die Verwandtschaft an der Scheib. Die Bescherung sit, hat doch dieses Saxophon ein winzig Blockflöt krit. Saxophonfamilie verreißt sich bald et Maul,
wie kund dann dat a Blockflöte kriegen, da ist doch ebbis faul. Die Wahrheit kommt wie immer irgendwann an Licht und schon im Krankenzimmer erklärt sich die Geschichte. Ehrlich wird am längsten, das sagt sich ziemlich leicht. Das tapfere junge Instrument hat öffentlich gebeicht. Die Saxophone stehen entsetzt im Zimmer um das Bett. Das arme Ding hat eine Affäre mit einer Klarinette. Müssen wir nachher ein bisschen. Na, du warst so der eine oder andere. Nö. Würde ich sagen, ich würde auch sagen, das gibt natürlich ein bisschen Abzug ja, in der Gage. Abzug, ne? Also ja, mit Fehler und so weiter. Ja, wird man nicht mehr sparen. Nee. Krass. Wer Fehler spielt, muss 10 Euro in die Kasse krass machen. Das fände ich gut. Da wär ich aber ich wäre dann selber arm. Und ich hole die Kasse mit. Man wird sich arm spielen. Ja. Ach, so, Schlückchen. Äppelboy. Schlückchen, Trapper. Wie lange, wann haben wir denn eigentlich schon angefangen? Hat jemand auf die Uhr geguckt? Wenn das einer wischt. Ungefähr. Wo ist Viertel noch 6? Wir haben jetzt 5:05. Wo ist Viertel noch 6, wie wir angefangen haben? Ich weiß es nicht. Ich kann, nee. Nee, ja, kann nicht sein. Wir können ja nicht von Viertel noch 6 schon angefangen haben. Und jetzt ist die Aufnahme läuft jetzt seit 33 Minuten. Ah, doch, siehst du das? Ja. Ja, gut. Dann haben wir doch um 5:30 erst angefangen, ja. Da, sicher? Sicher? Ich sehe, jetzt kommt der Kick, dauert nur eine halbe Stunde. Quatsch. So, was mache ich denn jetzt so bei dem Lied? Bei dem da Lied ach, Schlagzeug. Ich muss ein Schlagzeug spielen, weil normal hast du Klavier gespielt. Ja, aber das ist langweilig. Was das? Ja. Warte, ich muss aber erst mal ein Schlagzeug fertig aufbauen. So, deck den Tisch ein bisschen, ne? Deck den Tisch, deck den Tisch, mal. Deck den Tisch, ja. Ja. Bleib schon kurz am Tempo, kurz. Pura Band und Tasche, du. So, okay. Der Stefan kennt ja die Geschichte noch gar nicht von dem Lied. Können wir ja auch kurz. Ich bin jetzt arm, überlebe, wie waren die noch? Die war so gewesen, dass ich irgendwo gehuckt habe und eine Frau. Ah, ja. Die Ehenfrau zu der Anna gesagt hat, wo die angefangen ob die Tempotasche, die ja, ich hatte, bei hat. Ne? Ja. Und dann hat die, Herr Staumer, sag du mir live die Nase, ja. Ne? Wie Wasser. Und dann hat die ja. Frau, wo die angesprochen hat, weißt du noch, wo da du warst? Weißt das du war in der Unnacht Habach, in dem Restaurant, wo ach, wir die Weihnachtsfeier. Genau, das war eine Weihnachtsfeier, da hat einer Tisch voll Frau geguckt genau. Und aus irgendeinem Grund haben wir bei denen am Tisch geguckt. Ich weiß aber nicht mehr vor was. Weil da ein Leid dabei war, wo wir kannten. Wir haben die kannt. Und dann hat die eine Frau zu der Anna gesagt, Herr Stauber, sag du mir live die Nase wie Wasser. Und dann hat die andere Frau gesagt, natürlich schon nicht, das sagst du schon immer, sag du musst immer dabei haben. Und dann hat die angefangen, die Handtasche auf den Tisch gestellt und hat Sachen aus der Handtasche rausgeholt. Und ich habe Niki überguckt und habe gedacht, uch, da gibt's denn. Die hat Sachen daraus, die hat gar nicht mehr aufgehört, Sachen aus dieser Handtasche rausgeholt. Und auf Emo hat es mir geklingelt im Kopf. Und da ist mir eingefallen, Harry Potter und der Feuerkelch. Ja. Die Szene, wo die Weasleys auf der Quidditch-Weltmeisterschaft gehen die mit allem Mann in so ein kleines Zelt drin. Und dann geht die Kamera hinterm Harry her, ne? Und dann innen drin, das Zelt war aus, war das so ein Vier-Mann-Zelt, und innen drin war das ein riesiger Palast gewesen mit Schlafzimmer, Bad und allem Pipapo. Und dieser Zauber nennt man, da gibt es einen Fachbegriff für diesen Zauber, den der Herr Weasley ist ja eigentlich schon Harald verwandt. Ja, Harald, der Onkel. Großonkel, ne? Der Herr Weasley hat auf dieses Zelt einen sogenannten, merke auch das Wort, Dimensionszauber angewandt. Dimensionszauber heißt aus klein, inne groß. Und ich bin mir sicher, dass diese Frau dasselbe mit ihrer Handtasche gemacht hat. Die hat die Handtasche einem Dimensionszauber unterworfen. Und dann war es natürlich passiert, innerhalb von Minuten, wo hey, der Text im Grunde fertig gedacht, der haben noch aufgeschrieben. Und das schickt dann heißt, Stefan? Zu unserer aller Überraschung. Genau.
Guck mal, er hat schon mal gelernt, merkst du, ne? Er hat schon etwas gelernt. Das schickt er zu unserer aller Überraschung, was Frau in der Handtasche hat. Und wir haben da sogar immer mit berühmten Leuten zusammen gespielt. Ja. Kannst du erinnern? Zärtlichkeiten mit Freunden. Genau, mit Zärtlichkeiten mit Freunden haben wir das mal gespielt bei Comedy in irgendeiner Jahreszeit in Saarbrücken. Ne? Und das ist sogar immer noch auf dem YouTube-Fernsehen. Ist noch auf dem YouTube-Fernsehen, genau. So, also, was Frau in der Hand hat schon. Tempo 108 steht da bei mir. 108, ja. 108. Kannst du so schnell. Aber genau 108, leck mich am Arsch. Kann das sein, dass du falsch Tonart hast? Wir haben ja auch Pro. Nee, da steht 5. Kann das sein, dass du falsch spielst? Also ich kann es nicht sehen. Nee, aber ihr zwei sind nicht in derselben Tonart. Ja. Definitiv nicht. Bei mir steht 5 da wohl. Ich kann es aber auf der dritte machen. Warten wir auf der dritte. Warten wir auf der dritte. F. Ja, das hast du auch nicht. Kann das sein, dass du C-Dur spielen musst um 5 gebunden? Fünfter Bund. Ja, da war noch hier, Mama. Komm, da können wir bitte ausprobieren. Da haben wir auch. Das ist gar nicht richtig, oder? Ah, schon besser. Bergstatt, ne? Dann hast du schon lange nicht gespielt, oder? Ja, bei mir steht tatsächlich F-Dur, da oben drüber. Fünfter. Aber fünfter Bund. Das ist aber dann C-Dur. Aber das steht so. Ich weiß nicht, wem ich trauen soll. Also jetzt hat's wohl so gut. Ja. Jetzt alles in 10 Euro in die Kasse. Tasche, Tuche, Lesezeichen vor ihr Buch, Handy, Geld bei der Notfalltroppe, Nase, Speige, jede Schnuppe. Wow, oh, oh, oh. Heißt du Hund, die Kehle säge, Schärfer, das Gläse, Schwede, Kreislauftroppe, Hose, Dreck, Geld, Buch ohne Tennisschläger. Sache, die halt wichtig sind, hat meine Frau in der Handtasche drin. Oh, 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 oh. Sachen, die halt wichtig sind, hat meine Frau. Oh, 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 oh. Sachen, die halt wichtig sind, hat meine Frau. Taschenlampe und Allzweckkleber, Feuerlöscher, Wagenheber, Wasserbombe, Zangenschild, Oszillator, Äpperknäpp. Kaugummi, Zehnerpack, Hustelguss, der Gardehack, Feierzeich und Autoschlüssel, Armbanduhr und Soßenschüssel. Sache, die halt wichtig sind, hat mein Frau in der Handtasche drin. Oh, 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 oh. Sache, die halt wichtig sind, hat mein Frau. Oh, oh, oh. Sache, die halt wichtig sind, hat mein Frau. Schwarzwälder Schinken, Wiener Wurst, Kaste, Sprudel, jede Deutsch, Lippenstift, Bewerbungsmappe, Rennschankorgel, Zierschlappe, aus Belgien, Kilo Sand, runder Käse aus Helgoland, zwei Reisezer und ihr PC, Muschele vom Bodensee. Sache, die halt wichtig sind, hat meine Frau in der Handtasche drin. Jetzt steh mir hey an der Golden Prem, komm aus Frankreich und Wilhelm. Fahrzeugkontrolle, ihre Papiere. Der Mann sieht mal an, der ist nicht zu schmieren. Meine Frau stellt die Hand, da schuf den Kopf von oben nach unten und sagt, alle hopp, rein der Tube hätte ich ja, hey, doch mein Führerschein, hann ich nicht dabei. Sache, die halt wichtig sind, hat meine Frau die in der Hand das drin. Meine Frau nie. Sachen, die halt wichtig sind, hat meine Frau nie. Sachen, die halt wichtig sind, hat meine
Frau nie Sachen, die halt wichtig sind. Hat meine Frau nie in der Handtasche drin. Super Schluss, ey, da da no Klavier. Geil, ja, ist leiser wieder, Anna, ein bisschen. Wie der Einsatz kommt. Ja. So, super, schön. Okay. Ah, schön lit, ne? Ja. Die Nummer steht, die können wir dann nächstes Jahr in der letzten Schicht nochmal machen. Ey, das wäre geil, wir spielen nächstes Jahr in der letzten Schicht genau hey das Programm. Ja, das kennt ihr dann keiner. Ja, ist aber wir kennen es. Wir kennen es. Kannst du die Sache dann, kennst du die dann noch? Oh, da da. Oh, da oh, da. Was geht ab? Was ist es? Was haben wir dann? Ne, ist aufgeschlagen. Der Griechische. Hä? Ich habe Bluesband. Ah, der Bluesband. Was für Tonart? Blue. War denn jetzt Bluesband oder? Nee, Bluesband. Bei mir kommt die erste Bluesband, dann die Griechische. Dann der Griechische. Bei mir kommt die erste Griechische. Wir können auch die griechische Bluesband spielen. Genau, der griechische Bluesband. Das kann man nicht kennen. Der Bluesband auf Griechisch. Der griechische Bluesband und hinterher der Wein. Wir singen erst der griechische Band und dann spielen wir der Wein. Nein. Der Wein. Der Blueswein. Der Bluesband. Bluesband auf Griechisch. Ich kann leider, ja. Griechisch kann ich gar nicht. Berndos. 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 Oh, dann kannst du ja wieder. Was hab ich da für ein Instrument gespielt? Weißt du da niemand? Was hast du da gespielt? So, und jetzt? Klarinett. Hast du da Klarinett gespielt? Ich wünsche dir Klarinett. Da hab ich so ein Solo drin. Ah ja, stimmt, ja. So, und jetzt habe ich fünf verschiedene Versionen, ja, wo ich mein Kapo... Wir versuchen mal fünf Versionen. Wir versuchen es mal in B-Dur, würde ich B-Dur, sagen. B-Dur, ne? B-Dur, ja. Das heißt für mich auf B-Dur den ersten Bund. Heißt für dich F-Dur auf dem ersten Bund. Also nee, gut. E-Dur, nee, Quatsch. Oder muss ich, oder gehe ich auf den fünften Bund und spiele... Nee, das glaube ich gar nicht. Ist schon los, Blues. Da habe ich ja noch einen sechsten Bund, vielleicht ist der noch. Mach den noch. Doch, jetzt stimmt's. Ah, gut. Guck mal, jetzt stimmt's. Oh, leck, leck. Komisch, da war der mal. Ja. Da gibt's jetzt keine Story dazu, nee. Da gibt's zum Bluesband, was so eine Story gehen. Da hat man gefragt, ist ein Band im Saal? Ist gerade Bernd irgendwo vor dem YouTube-Fernsehen, dann vielleicht mal kurz in den Chat schreiben. Ah, übrigens, ganz wichtig, es gibt jetzt, während ihr das gucke, irgendwo auf eurem Handy, Tablet oder so, gibt es eine Chat-Funktion, da muss ich draufklicken und dann könnt ihr live mitchatten. Das heißt, ihr schreibe, hey, klasse, super Lied, Uli, geiles Gitarre-Solo. Oh. Und dann könnt ihr mir antworten. Ihr könnt dann von uns antworten, hey Bernd, bist du auch da oder sowas, ja. Ne? Also, ihr könnt in der Chat-Funktion auf eurem Endgerät, Endverbrauchergerät, könnt ihr mit uns jetzt, während ihr das googelt, chatten. Und wir können auch antworten, weil wir googeln das ja auch. Weil mir das ja nicht haut, wo ihr das Google gemacht habt, sondern ist es schon ein paar daher. Aber wir hängen jetzt genauso wie ihr vor der Klotze und googeln das mit und lachen uns strack. Ne? Ach so, ja. Ja, ja. Ich tue das nämlich als Premiere bei YouTube in. So. Was auch geil ist, ist zwei Minuten bevor es losgeht, zählt YouTube dann Countdown rückwärts und dann kommt dieses berühmte alte Testbild und das ist schön und dann geht es pünktlich um die Uhrzeit, wo wir abmachen. Was machen wir eigentlich? Wann geht's denn los? Wann soll es dann sein? Um 6? Oder um 7? Um 7. Ja, das schreiben wir noch, das kriegen wir vorher mit und dann geht es pünktlich auf die Minute, können alle Leute anfangen zu gucken und über die Chat-Funktion miteinander kommunizieren. Das finde ich immer eine schöne Sache. Das ist schön. Ich kann auch noch diese persönliche Frage stellen, Jürgen, warum siehst du so scheiße aus? Und ich antworte dann, ich hatte mich an dem Tag nicht geduscht. Oder sowas, ne? Ja. Ja. So. Ja, und dann, oder ihr könnt auch fragen, warum habt ihr so einen schönen Bassist? Ihr seid so schrau und habt einen schönen Bassist. Weil der im Schatten sitzt. Mir antwortet dann irgendwie, einer muss ja schön sein oder irgend so weiter. Also. Deswegen habe ich ihn geholt. Ja. Er spielt scheiße Bass, aber er sieht taugut aus. Bass spielen ne? Kann er nicht. Ja. So, also die Bluesband, ja, hatte ich einem alten Kumpel gewidmet, dem Band, der hat damals den Blues gehabt und ich fand irgendwie, er hat das Lied nicht. Die Urversion vom Bluesband war ja Instrumentalstück gewesen, ein Blues, den ich auf dem Klavier geschrieben habe und benannt hatte ich es nur meinem damaligen Klavierlehrer im Band. Band? Bernd Matthias. Ah. Ja, ja, falls der guckt jetzt nicht zu, aber falls er irgendwann mal sieht, hallo Bernd. Ja. Ja. Und das Stück war ein Blues, wo ich geschrieben habe, den hatte ich The Blues Band genannt. Und eines Tages hatte ich dann gedacht, oh, The Blues Band klingt wie ein geiler Langhals- und Dickkopf-Titel und haben dann quasi zu dem Titel
das Lied geschrieben. Eine wahre Geschichte. In Wahrheit hieß er die handelnde Person nicht Bernd, habe ich umbenannt. Merklich, Wahrheit hieß er Bernhard. Nee, der Blues Bernhard. Ja, der Bernhard. Obwohl, der Bernhard hat den Blues. Ja, stimmt. Der Blues Bernhard, der Blues, weil er immer shoppen gehen muss. Bluesband hat Blues, weil er mit Inge in Café gehen muss. Dabei ging's ihm viel besser stehen, könnt er mit Money in einer Trinke gehen. Und Inge hat Blues, weil er mal in den Shop gehen muss. Jede arme Inge. Und Inge hat Blues, weil sie immer allein in Kaffee gehen muss. Wenn der Mensch springe, dem die Clara mit, dann hat er sich geschnien. Der Bluesband hat der Blues, der Bluesband hat der Blues. Der Bluesband hat der Blues, der Bluesband hat der Blues. The blues band had the blues, the blues band had the blues. Die Band sieht nicht gut aus und flieht aus seiner Mietwohnung raus. Der arme Band. Die Band ist dauernd krank und verliert sein Job auf der Bank. Oh oh oh. Et Inge hat de Blues und macht deswegen mit Bluesband Schluss. Ich solle von mir was lehren, ich solle mir ganz genau zuhören. Ich solle von mir was lehren, ich solle mir ganz genau zuhören. Wer braucht schon eine Freundin, die nur weil man mit Money einer trinkt? In kein klarer Meme bringt. Und alle! The Blues Band hat the Blues, the Blues Band hat the Blues. The Blues Band hat the Blues, the Blues Band hat the Blues. The Blues Band hat the Blues, the Blues Band hat the Blues. Jetzt hat er wichtige Erkenntnis geahnt von der Story vom Bluesband. Kaufst du einen Computer, bist immer adrett. Klar, da gibt's doch auch im Internet. Der Band hat den Inge bei eBay verkloppt und kauft sich eine Juppe im Online-Shop. Yeah, der Bluesband hat der Blues, der Bluesband hat der Blues. Der Bluesband hat der Blues, der Bluesband hat der Blues. Der Bluesband hat der Blues, der Bluesband hat der Blues. Und ein Inge hat jetzt der Blues. Die war von 50 auf 20 Euro runtergesetzt. Yeah! Und 1, 2, 3, 4! Der Bluesband hat der Blues. 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 The blues.
war ein bisschen besser, ja, ne? Da war doch ein bisschen drüber besser, ja. Alles gut. Ja, zwei, drei Proben und zwei, ich schloss alles weg, außer die Bluesband. Ich war zehnmal hintereinander, die Bluesband. Welche Rundlagen, fertig. Oh, jetzt kommt... Ach, sind wir schon im Finale? Oh, wir sind schon im Finale. Es bahnt sich schon im Finale an. Ja. Uhrzeit? 20 vor. Was? 8. Nee. Doch. Die Uhr da oben. Ach, guck mal. Jetzt endlich. Die, ja. Jemand geht die Uhr da oben, richtig. Ja. Wann haben wir angefangen? 5:30. Ja, gut. Super. Ja. So. Oh, jetzt kommen wir schon zum Finale. Jetzt kommt unser Hit. Ja. Das ist ein endlicher Hit, wo man jemals geschrieben hat. Das habe ich gestern im Fernsehen gehört. Das Lied? Das Lied habe ich gestern im Fernsehen. Da war SR-Jahresrückblick. Und da war dann ihr. Hierauf. Ist da gelaufen. Ja. Also Lied. Wir sind auch dann da. Hat man uns gesehen? Man wusste uns. Ah, weil das also bei dieser Live-Veranstaltung an der Spritze, an der Impfzentren. Mit der SR3 Comedy Show. Mit der Comedy Show kam irgendwo im Dritte gestern. Dann würde ich sagen, grüße mal an dieser Stelle natürlich alle Mitglieder der SR3 Comedy Show, ja. Der Eberhard, der Michael und der Joachim, ja. Der gar nicht Joachim heißt, sondern Erwin. Ja. Achso, der Erwin. Ne? Oder heißt der auch Richard? Nee. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich heißt die alle Richard. Ja. In Wirklichkeit heißt alle Menschen Richard. Komm Richard, fang an. So, und wir spielen jetzt unser großer Hit des Jahres 2021. Gebt mir die Spritz und wir meinen das wörtlich, ihr Leute. Wir meinen das wörtlich. Mal, hey, guck mal, Alex. Holle auch die Spritz. Oh, da, wirklich. The Booster. Mit gutem Booster. Beispiel, Coop er geboostert. Nennt mich The Booster. Holle auch die Spritz, damit das Leben doch nicht mehr normal wird. Das ist echt nicht spaßig, wenn wir heimlich so ohne Publikum hucke. Nächstes Jahr erwarte ich eine Impfquote in Deutschland von 100% und dann ist gut. Dann ist gut und dann verkaufe ich noch das Rezept, von dem zähle ich nur Afrika und überall hin, auf die Südhalbkugel und da haben wir wirklich irgendwann Ruhe. Ne? So, los geht's. Ja. Ich han ganz Netflix leer geguckt, et Internet fast all gedruckt, in Online-Sitzungen gehuckt, allmählich Baby reicht's. Wir han uns lang nimmi gesehen und wollen noch mal auf die Beat. Wir wollen Geld für Musik kriegen, deswegen singen wir jetzt. Gebt mir die Spritz, gebt mir die Spritz. Gebt mir die Spritz am besten jetzt, gebt mir die Spritz. Gebt mir die Spritz, Baby. Gebt mir die Spritz, Baby. Gebt mir die Spritz am besten jetzt, gebt mir die Spritz. Gebt mir die Spritz. Ich kenne jeder Wannerweg, von Hey bis in die Pals. Ich kann jetzt stinken, ich kann schwarze Stricke Schals vor jeder Hals. Ich war an jedem kleinen Berg, vom Fuß bis an die Spitz. Ihr liebe Leute, ich kann nicht mehr, deswegen singe mir jetzt. Gebt mir die Spritz, gebt mir die Spritz. Gebt mir die Spritz am besten jetzt, gebt mir die Spritz. Gebt mir die Spritz, Baby. Gebt mir die Spritz, Baby. Gebt mir die Spritz am besten jetzt, gebt mir die Spritz. Gebt mir die Spritz. Ich kenne all Pflanze dank Corona, all Insekten, kann Japanisch und kann Hindi mit drei Dialekten. Ich han den Keller aufgeräumt, der sieht jetzt sauber aus. Ich han den Heim geerbt, wie ich steh jetzt da mal raus. Gebt mir die Spritz, gebt mir die Spritz. Gebt mir die Spritz am besten jetzt, gebt mir die Spritz. Gebt mir die Spritz, Baby. Gebt mir die Spritz, Baby. Gebt mir die Spritz am besten jetzt, gebt mir die Spritz. Gebt mir die Spritz. Ich war nur mal mein Kumpel treffen. Aus Oma will ihr Engel ziehen. Aber das halt doch nur hin, wenn mir jetzt der Piekser kriegt. Gebt mir die Spritz, gebt mir die Spritz. Gebt mir die Spritz am besten jetzt, gebt mir die Spritz. Gebt mir die Spritz, Baby. Gebt
gib mir die Spritz, Baby. Gib mir die Spritz, am besten jetzt. Gib mir die Spritz. Gib mir die Spritz. Peaks. Und schon ist es vorbei. Es ist so, es ist ein kleiner Peaks für einen Oberarm, aber eine große Erlösung für die Menschheit. Ja, so kann man es auch nur sagen. So kann man es nur. Ist, ja. Jürgen Armstrong. Ja. Genau. Richard Armstrong, ja, sorry. So. Also lecker, ich mich verschluckt, aber ey. Achso, ne? Gell, der hat der Paketier genug gehabt im Mund. Aha. Hat er ja vorher schon gemacht. Der hat der Leber lang von der Hand in den Mund gelebt. Läuft eigentlich hinter mir das Ding auch noch. Mhm. Oh, haben wir da reingehauen. Ich bin schon am Arsch. Er wird so komprimiert. Ja, muss ich spritzen. Muss ich Tremor oder Kompressor zu erlauben. So, jetzt kommt die B-Side von Gib mir die Spritz, wenn es eine Single gäbe. Ne? Single-Auskopplung wäre, ja. Da wäre die B-Side. Und vermutlich erfolgreicher als die A-Side. Weil es international fähig ist, ja, ja. Ist ja auf Englisch. Ne? Mein Cousin Hans-Walter Mali, der Wahl-Jamaikaner, Ex-Saarländer und Wahl-Jamaikaner, hat mir den Text geschickt. Der hat ja in Jamaika geheiratet, in eine berühmte Musikerfamilie drin und hat das Lied, also Hans-Walter Mali heißt er, hat den Text mir geschickt und mit den Worten: Lieber Jürgen, dir Jürgen, sing sie Song Insel Saarland. Unsere letzte Schicht. Unsere letzte Schicht. Because I have here so much, my life in Jamaika is so boring. Also er hat immer gebohrt gekriegt beim Zahnarzt. Ja, ne? It is so boring and so langweilig. So I wrote this song against Lockdown Langeweile und... Ich sage noch, wenn ich noch immer Online-Unterricht machen muss, ich rasche aus. Mach das. 7 Monate Online-Unterricht. This is a song against the Online-Unterricht. Every day is the same day. And we dedicate this song today, Mr. Karl Lauterbach, our new Gesundheitsminister. We trust in you. I am a great Karl Lauterbach fan, must I say here. I trust in you, Karl. You will do it. We believe in you. Song for Karl Lauterbach, Every Day is the Same Day. 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 Every day is the same day for you and me, for you and me. Karl Lauterbach says it's Corona. It's coming all over the world. All day long nothing happens, 'cause we must stay at home for a while. Everybody, every day is the same day. Every day is the same day. Every day is the same day. Every day is the same day for you and me, for you and me. Karl Lauterbach in television, he reads only numbers for us. Incidence, incidence, so I cannot hear it no more. Everybody, every day is the same day. Every day is the same day. Every day is the same day. Every day is the same day for you and me, for you and me. Karl Lauterbach is us warning, a new wave will come over us. Go and take vaccination, so the world will be normal again. Sing with me, sing with me. Every day is the same day. Yeah. Every day is the same day. Every day is the same day. Every day is the same day for you and me, for
you and me. And again, every day is the same day. Every day is the same day. Every day is the same day. Every day is the same day for you. Liebe Bevölkerinnen und Bevölkerer, ich bin ganz froh, dass ich jetzt Gesundheitsminister geworden bin und ich hoffe, Sie sind das auch. Das Virus hat schon ganz schön kalte Füße gekriegt und ich glaube nicht, dass die Pandemie noch lange anhält. Auf jeden Fall werden wir die Pandemie jetzt gemeinsam bekämpfen werden und da kann ich nur sagen, Omikron, das ist nicht der Kopfbedeckung vom englischen Elisabeth, sondern Omikron, das ist eine ganz gefährliche Sache, muss man aufpassen, das ist noch wie Delta und Alpha dabei und wenn das griechische Alphabet durch ist, dann sind wir auch mit der Pandemie vorbei. Also, liebe Leute, geht hin, lernt die griechischen Buchstaben und gehen raus und holt euch die Spritz. Ich hänge sie schon. Go and take vaccination. Go and take vaccination. Go and take vaccination. Vaccination is your liberty. Wunderbar. Wunderbar. Das war jetzt Moschee. Ne? Ich danke Ihnen da für diese schöne Interpretation. Nee, Stefan, so schön ist auch nicht. Oh, der Marke. So, jetzt, das ist ja das letzte Stück, ne? Ja. Da müssen wir einen kleinen Umbau. Nee, müssen wir nicht. Pass auf, ich spiele das ganze Orgelsolo auf dem Holzklavier. Ja. Und uns noch synchronisieren. Ja. Da hast du doch Orgelsolo. Mit dem Höhepunkt. Oder soll ich soll ich mal umbauen kurz? Aber da muss die Kamera weg. Nee, komm. Ich mache das mit dem Holzklavier. Und singe es. Ich pave it und spiele es mit dem Holzklavier. Und dann wisst ihr, wo das ist. Und am Schluss kommt ja noch kleine Distanz. Genau. Das muss ich aber machen. Das kann ich nicht hinhalten. Nee, das ist natürlich klar. Mamo, pass auf, immer zur Probe. Das Orgelsolo. Gut. 3, 4. Intro, 2, 3, 4. Jetzt kommt der Höhepunkt. Wahnsinn. Gut, oder? Wahnsinn. Das geht auch, so machen wir das. Die Woche geübt, ne? Schon Orgelstunden geholt. Und er hat ein Klavier. Schon, ja. Der blaue Klavier. Ein Klavier klappt das ja viel besser. Ja. Nee, das kriegen wir so hin. Das kann aber ich wenn wir das so hinkriegen, achso, dann spielst du dann quasi. Der macht das, ja. Ich mache es so, als würde ich helfen. Ja, schon, das wäre schon klar. Und am Schluss ist dieses Klavier. Kann er das so auf die Schoß legen, ist besser, oder? Dann spiele ich so Klavier. Ja. Ich tue ein komplettes Stück Playback so, machen und tue dann mit der Orgel nachspielen. Wenn das so machst, sieht das ein bisschen Schröder-mäßig. Das sieht das noch. Ja. Genau. Gut. Schlagzeug brauche ich doch nicht. Okay? Nein. Der Ulrich fängt an. Der Dolit hat Stau geschrieben. Seinerzeit, ich erinnere mich dunkel, über die Eigenade, die mir aus. Es gab ja mal Zeiten, wo wir mehr als 2 Auftritte im Jahr hatten. Wo wir 4 Auftritte im Jahr hatten. Und wir wollten ja auch immer so sind wie die Rockstars, wo auch überall Wäsche, wo überall so Sachen verlangen und so, komm, dann machen wir auch mal die Mäuse, mir die Sau rauslassen. Und wir sind ja einfach geborene, wie sagen wir, so Querschießer. Arschlöcher. Ja, wo dann. Ich hatte Examen an der Volkshochschule sogar Arschlochkurs mitgemacht. Da hast du auch sogar, ich glaube, mit Bravour bestanden. Ja. Ja, also so, es gibt halt tatsächlich so Bands und Berühmtheiten, die überall als Arschlöcher auftauchen und das wollte mir nie sein. Ich muss hey noch, ich habe noch ein Keyboard, ne? Aber okay. Das muss ich gerade zeigen, mein Keyboard, mit USB-Anschluss. Ne? Ja. Ich sage, hey, guck, da kannst du USB-Kabel. Ich habe noch nie gesehen, Holz. Cool, das gibt einen guten Sound. Ja. Das tut hey mit Funk, ne? Über Funk wird der Ton in den Computer übertragen. Und unter das Weiße ist ein WLAN-Kabel, gell? Ja, jetzt pass auf. Der Mensch jetzt zwar, das wäre nicht echt, aber ich kann ja mal kurz anspielen. Pass auf. Ja, irre, oder? Ein Sound, ne? Wahnsinn. Was ist Sound? Aus dem Klang. Aus dem Ding. Nenn dich John Lott. John, ja. Richard Lott. Richard John Lott. So. Mal anfangen? Ja. Sehnsüchtig denke ich zurück an diese Zeit,
wo hinter der Bienen im Umziehkämmerchen ein Plack mit Schnitzscher gestanden hat. Wahnsinn. Das war noch Zeile. Das war noch Zeile. Das mit war noch Zeile. Drauf. So. Wir klunschen jahrelang herum, bis wir endlich packen. Und wenn wir dann ganz oben sind, dann fliege uns mir die Magge. Dann lass mir die Sau raus, das klappt uns saut kein Mensch. Wir verlangen uns dann Sachen, wo du noch gar nicht kennst. Dann muss einmal das Bier auf die Bienen, schön braun und nicht zu bitter. Und wenn's nicht genau 4 Grad hat, kriegt der Chef vom Haus die Zitter. Vom Auftritt will ich eine Pizza mit Paprika und Käse. Und der Käse muss aus Timbuktu sind, sonst kenn ich ernsthaft bis. 2 blonde Madame Biene auf Gang bringen aus die Schlappe. Und wenn sie morgen nicht pünktlich sind, dann gibt's was auf die Mappe. Es immer mit dem Video muss natürlich sein. Dort lege mir dann Stunde vorher ganz apathisch drin. Und Orgelsolo, Achtung! Oh. Gut, oder? Jetzt Höhepunkt, Achtung! Manche extra geübt. Und? Boah, Wahnsinn, ey! Du hast doch heimische Probe gemacht. Ich hab Orgelstunde geholt, extra. Ja, Orgelunterricht. Auf einer Bontempi-Orgel. Kannst du da noch? Kannst du da doch nochmal machen, oder? Nur her, später. Mach ich nochmal. Ja, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall. Ja, sind wir mal gespannt, ja. Beide. Gell? Aber dann noch. Ja, ich habe da eine Note aufgeschrieben. Ah, so. Gut. So, USB-Anschluss steht ja. Erst gibt's jetzt einen Nilpferdsteg mit Murde und Püree. Und der Chef wird uns dann zur Verdauung mit dem Schubkarre durch das Foyer. Und dann holen wir Videos, sonst gibt's heute hey, kein Gig. Und zwar hopp, ein bisschen plötzlich. Am liebsten Schweinchen dick. Dann ist es ab auf die Bienen, Abwähle sind hier dran. Als erstes baut sie mir die Vorderstrecke mit Nilpferdknochen an. Dann spiele mir eine ganze Stunde und sogar selber singe. Und unser Bodyguard tun auch zum Lachen und Klatschen zwingen. Genug geschafft, das Leid verhaut, ihr habt genug gesehen. Da kommt schon unser Freund Bruce Willis und tritt uns von der Biene. Der schläft uns durch ein Zimmer mit Gardemebel drin. Und schmeißt uns immer hin auf Hof in jede Säcke. Orgelsolo, Achtung und. Jetzt kommt der Höhepunkt, Achtung. Der letzte war falsch. Oh, warte, machen wir nochmal. Achtung, das spielt der immer noch. Das ist er. Oh je, machen wir den Akkord an der Stelle. Spielen wir, was ist das? Ja. Ja, falsch. Das ist auch jetzt, muss ich sagen, halber Zentimeter zu weit rechts auf jetzt die Jetzt muss ich ne? mal froh, pass mal auf, spielen wir nebendran den schwarzen. Machen wir nochmal den Akkord. Spiel der Akkord. Also. 3, 4. Oh, das ist auch ja, falsch. Ist auch machen wir hier den? Und da unten? Taschen doch gekauft. Das ist jedes schwarze Taschen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich spiele ja schon seit Jahren Klavier. Ne? Und ich habe noch nie die schwarze Taste benutzt. Ich spiele normal nur auf der weißen Taste. Und jetzt guck mal, halber Zentimeter zu weit rechts aufgehen und schon ist die Karriere von einem Musiker komplett im Arsch. Wir können deine ganze Film fortschmeißen. Alles. Ich kann aufhören. Ich kann komplett aufhören. Wenn das einer sieht, hey, im Fernsehen, ich bin geliefert. Ja. Ein halber Zentimeter. Ja. Ne? Wo hast du denn das gekauft? Im Internet bestellt. Sicher, man soll nicht alles im Internet bestellen. Aber ich habe mir jetzt gerade was überlegt. Was dann? Während mir hier so diskutiere, ist mir ein Gedanke in der Gehirnerin gekommen. Ich höre oft mit Klavier, ne? Ja. Und lehre Posaun. Ja. Und melde mich an im Musikverein Ost-Exwiller. Ja. Ja, die habe ich nämlich das letzte Mal gehört, schon im Konzert von denen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, also da kommt so für mich dann nicht an. Ne? Ja, für denen. Das ist mein Verein. Haben wir es schon einmal. Ne? Ja,
Der Rollebüchse tut der Tube, Mensch, wart vor ein Krach. Mit der Nase in einer Thunfischdos, geh ich schließlich wach. Ganz verdattert guck ich rund, ohlig, ich bin daheim. Ich hab der ganze blinde Schotter einfach nur geträumt. Ich krabbele schnell aus dem Bett und bin auch ganz verknickt. Die Kinder haben den Fernsehen an und gucke Schweinchen dick. Meine Frau rief aus der Kisch, die Nilpatch steckt sind gut. Und draus hat der mit Schubkarre schon 15 Morgen tut. Der fährt dich auf den Auftritt, da musst du um Essen fort. Die blonde Mad mit deinen Schlappe sind schon eine Zeit lang Gott. Gunomen lädt jetzt immer doch hier in der Vorderstreck. Wir hoffen, ihr habt Schüssel, ja, vor die Nilpferdknoche, hey. Vor die Nilpferdknoche, hey. Vor die Nilpferdknoche, hey. Das war die letzte Schicht. Die klatschen noch. Hier schon. Wahnsinn. Die sind alles am Klatschen. Guck mal, hier gar nicht mehr auf. Wahnsinn. Hucke allein im Wohnzimmer und klatsche. Die sind auch verrückt, oder? Total, total verrückt. Also. Danke, danke. Komm mal, stell kurz die Band vor. An der Gitter und am Gesang unser Mann von der Prag. Uli Schuh. Bravo. Bravo. Am Bass. Der schönste Bassist aus Fisch bei Saarburg. Am Gesang. Und natürlich auch Chorgesang, Backing Vocals, ne? Bass. Und ganz wichtig, unser Betreuer, der sorgt für uns vor dem Gig und nach dem Gig. Und während dem Gig. Ja. Und während dem Gig spielt er auch manchmal richtig. Ja. Stefan Schale! Oh. Hey, bravo! Danke. Super. Am Holzklavier. Mit dem besonderen neuen Eingang. Ja. An der Klarinett. An der Kleingitter, das ist übrigens ein Urenkelchen von der Großgitter. Ja. Was hast du noch gespielt? Gesungen habe ich. Gesungen? Ich habe gesungen. Am Gesung? Ja. Unser Jürgen Brill, Hirtenhübel 2. 11. 11? Oh, scheiße. Oh, scheiße, falsche. Hirtenhübel 2. Falsche Schuss. Ja, dann blenden wir aus. Extra falsch gesagt. Backen drüber, ne? So, das war die letzte Schicht und wir danken natürlich unserem Kameramann. Den Alexander M. Groß. Alexander nicht M. Groß, nur für eine Urkunde, der Mann mit dem Goldfinger, nennen es nach in Saarbrücken. Ne? Ja. Und noch hat er alle Zeben. Und heute hat er es tatsächlich geschafft, uns die Filme ohne Körperglieder zu verlieren. Ne? Ja, ist noch nicht fertig. Ja, der hat es noch nicht eingepackt. Also, Applaus für Alexander. Bravo. Bravo. So, das war's. Das war die letzte Schicht. Wir wünschen auch all Moje eine schöne Silvesterfeier. Und ihr hoffentlich schöne Weihnachten und auch schöne Ferien gehabt. Sie hotten schöne Ferien. Ja, also guter Rutsch in 2022. Was hoffentlich, wir hoffen es echt wirklich all, ein besseres Jahr wird für die Kultur, für die Künstler. Dass wir nochmal vor echtem Publikum spielen können und auch nochmal hey, in unserer Nähe körperlich begrüßen dürfen. Genau. Ansonsten, Geld wird ja überwiesen, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ne? Gut,
Ja. Und dann sehen wir uns bei der letzten Schicht, würde ich sagen, in 12 Monaten. In 12 Monaten, ja. Ja, ich wünsche euch auch eine gute Zeit. Ne? Guter Rutsch. Ja. Komm gut heim. Hoffentlich hat er Wetter. Ja, hoffentlich hat er Wetter. Und so weiter. Gut. So, Ali. Ja, tschüss. Mit Ös. Wiedersehen. Wiedersehen mit Ö. Wiedersehen. Wiedersehen. Normal, wenn eine Band einen Auftritt hat, dann träge die voll ab. Und nachher kommen Mädchen in die Bienen. Und dann machen die Sache so weit, hab ich noch nie gesehen. Die verwüste immer ihr Hotelzimmer, motze ihr was essen und vergesse. Dann zerbleche von der Orgie die Zeche und uns geht's auch so ähnlich, nur jedem kleinen Gig. Du fühlst dich wie die Beatles und der Checker Mick. Auf der Bienen bist du der Erst und träumst vom großen Deal. Der Dorfsaal wird zu Albert Hall, oh Mann, war dein Gefühl. Im Geiste warst du grad als neuer starker Bohr. Auf der Bienen war das der Leben vor 1 Stunde Monat vor. Da siehst du dich auf dem Pott, weil hast du Grammy grad gewonnen. Hast du Sinn vom Leben in Hollywood gefunden? Die große Straße, Green Hill, Pferdstiegs und Shampoos vor der Dorst. Und mir kriegen, falls die Bude noch auf hat, ein schwarz verbrannter Currywurst. Dann kommst du heim und wärst schon an der Haustier aufgehalten. Du hast die Treppe noch nicht geputzt, ich glaub, du hast sie nicht mehr alt.